Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet zu Der Sky, meiner Wenigkeit und meinem Roleplay-Server in DarkRP, Garry's Mod. Und es ist ja unglaublich geil gewesen gestern. Wir haben ja gestern den Server geöffnet und es kamen ja unglaublich viele Leute und das Gameplay und das Roleplay war ultra Hammer mit euch. Also mal fettes Lob an euch und nochmal vor allem Danke an die ganzen Leute, die Feedbacks gepostet haben oder mir gesagt haben, die Fehler reportet haben und. Wir haben natürlich ein paar Spieler gebannt, aber insgesamt war es echt Hammer geil. Wirklich, hammergeil. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Auf jeden Fall, der Server kommt wieder so, ich weiß nicht, gegen 16 Uhr online. Der ist dann danach eigentlich konstant online. Nur wir haben jetzt einige Fehler behoben und dieses Video soll euch dazu dienen, sich ein bisschen besser auf dem Server zurechtzufinden. Und ja, ein paar Informationen dazu oder was jetzt neu ist oder wie man was nutzt, kommen genau jetzt. Okay. Auf jeden Fall, wir haben hier erstmal am Spawn eine neue Maschine und zwar ein Essensautomat, weil viele von euch haben sich beschwert, ey, hier, es gibt keinen Koch, wie soll ich Essen bekommen? Ganz einfach durch den Essensautomat. Ihr könnt hier hingehen und dann könnt ihr hier Essen kaufen. Hier gibt es natürlich wenig Essen und es ist teurer, als würdet ihr es beim Koch kaufen, steht hier oben auch nochmal. Deswegen den Hinweis, kauft immer schön beim Koch und hier diese Essensmaschine ist nur für Notfall, weil hier zahlt ihr einfach viel, viel mehr. Die Essenspreise, wie ihr sehen könnt, sind mehr als, oh, ich glaube, um ca. 60% jetzt reduziert worden. Das heißt, es ist viel realistischer, man kann sich viel besser leisten. Statt 2000 zahlt man jetzt 600 für eine vollwertige Mahlzeit als teuersten Preis. Deswegen immer schön, ne, Feedback geben, damit wir das ändern können und verbessern können. Hier könnt ihr natürlich eure Häuser kaufen, ihr kennt das Ganze schon. Hier könnt ihr Häuser mieten. Hier seht ihr auch schon, dass, ja, ne, einiges schon gemietet ist. Ich glaube, die beiden wurden von als zu Testzwecken von uns gemietet. Das werden wir wieder wegmachen. Hier unten das zum Beispiel. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das gekauft hat. Aber das werden wir noch rausfinden irgendwann mal. Auf jeden Fall, wenn ihr so ein Haus mietet, könnt ihr das natürlich auch absichern. Ihr habt eine Klingel, ihr habt auch einen Posteingang für das Haus, wo dann Nachrichten hinterlassen werden könnt. Ihr könnt da euren Shop machen und so weiter und so fort. Und wenn wir F4 drücken und unter Gegenstände gehen, dann haben wir hier unten auch die Möglichkeit, einen G-Homes Control Case zu kaufen, wo ihr zu Hause, ich sag mal, steuern könnt. Wir haben natürlich aber auch die Möglichkeit, unser Zuhause aufzuwerten. Dafür müsst ihr das nicht mit G-Homes machen, also ihr könnt das Haus auch mit F2 kaufen und dann könnt ihr hier diese Home-Sicherheitssysteme auch einbauen. Zum Beispiel ein Bewegungsmelder, eine Alarmanlage, die dann angeht, wenn jemand einbricht oder sich da drinnen unautorisiert bewegt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze zu hacken und das könnt ihr aber nur als Dieb und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze wieder zu patchen. Das kann jeder. Gut, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, einen Feuermelder einzubauen. Das ist vielleicht irgendwann mal eine Pflicht, wo jeder Haushalt einen Feuermelder haben muss. Hat dann einfach den Hintergrund, wenn es abfackelt, dann gibt es eine Sirene und dann wird die Feuerwehr alarmiert und das ist dann eben besser, weil dann, ne, fackelt nicht alles ab. Gut, weitere Hinweise finden wir im Chat, zum Beispiel, dass ihr mit Ad, ja, also zum Beispiel, ich gebe ein Ad, ich habe ein Problem, okay, schreibe ich jetzt in Caps, solltet ihr natürlich nicht machen, dann wird das zu den Admins reported und wir bekommen hier oben eine Information und können uns dann zu euch porten. Sehr, sehr wichtig. Als nächstes haben wir natürlich die Möglichkeit, Antinities zu kaufen. Um Antinities zu kaufen, können wir hier auch F4 drücken, kommen das Menü hier rein, wir gehen unter Gegenstände und hier finden wir alles. Hier haben wir Money Printer, hier haben wir Munition. Munition können wir aber theoretischerweise auch beim Waffenhändler kaufen. Wir haben die Möglichkeit, unser Auto mit einer Alarmanlage auszustatten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, coole Dinge zu machen. Wir können zum Beispiel selber ein Automat irgendwo hinstellen und beispielsweise selber Essen da rein verkaufen. Das bedeutet, wenn jemand an den Automat geht und von eurem Automaten Essen kauft, bekommt ihr das Geld, wenn ihr den dann leert. Dann könnt ihr da Payout klicken und dann bekommt ihr das. Andererseits haben die aber auch die Möglichkeit, den Automaten zu cracken. Ne? So muss man es auch mal sehen. Wir haben den Kartenleser ATM wieder eingebaut. Hier habt ihr bei einem riesen Container, kleinen Container oder großen Container die Möglichkeit, Objekte zu speichern oder eher gesagt zu laden. In eurem Shop beispielsweise. Wir haben die Möglichkeit, die Gelddrucker hier zu benutzen. Das sind gute Gelddrucker. Ich habe die ein bisschen teurer gemacht und ein bisschen reduziert, weil die waren echt ein bisschen OP. Hier das Drucker-Boost-Upgrade von dem Cash hat $350 gekostet, kostet jetzt 25.000. Das Home-Sicherheitssystem hatten wir gerade eben schon. Online-Handel ist eine ganz coole Sache. Wenn ihr Objekte habt, könnt ihr die natürlich auch online verkaufen, aber auch ihr könnt auch online Sachen kaufen. Das ist so eine Art eBay für Gmod. Heißt zum Beispiel, ich bin jetzt hier im Darknet und habe einen Sturmgewehr. Dann sage ich, okay, also natürlich dürft ihr das nicht als Polizei, sondern nur als kriminelle Vereinigung. Ich habe jetzt hier meinen Online-Handel, dort registriere ich mein Sturmgewehr, schiebe das Sturmgewehr in meine Paketstation, das wird eingesaugt in den PC so ungefähr und jemand anders sieht das dann online und so, oh, das ist ein Sturmgewehr. Erstmal kaufen, ne? Und dann geht er hier so weiter und dann kommt das bei ihm aus der Paketstation raus. Versteht ihr? Ihr probiert das einfach mal aus, das ist mega geil, genau wie das Sicherheitssystem, ich kann es nur jedem empfehlen, das macht echt Spaß. Und natürlich ist das illegal, Waffen dazu verkaufen, Essen und so könnt ihr hier viel besser kaufen, das ist in Ordnung, aber Waffen sind nun mal illegal. Ja,
Lasst euch nicht erwischen. Hier habt ihr dann so AdWord Signs, die sind erstmal relativ unnötig. Wie die funktionieren, zeige ich euch aber jetzt gleich. Wir haben natürlich auch Barriers und wir haben auch hier einen Gelddrucker und eine Spendenbox, wie man so gewohnt ist. Hier sind manchmal so riesige Abstände dazwischen, wie man die fixt, muss ich noch gucken. Das kommt sehr, sehr unerwartet. Kommen wir jetzt mal hier zu diesen AdWord Signs. Dem einen oder anderen sind diese AdWord Signs schon aufgefallen, die hier oben kleben. Oder die auch da kleben. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr eh hier drauf drückt, natürlich für 120 Sekunden, also für 2 Minuten, eure eigene Werbung hier anzeigen zu lassen für $1200. Das kann natürlich, wenn viele Leute auf dem Server sind, einiges bringen. Gerade weil dann überall eure Werbung steht oder generell bei dem, was ihr ausgewählt habt, eure Werbung steht. Und wie das funktioniert, ist mega, mega einfach. Das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier die Möglichkeit, natürlich unsere eigene Werbung einzufügen. Ich habe das jetzt hier mal vorbereitet. Hier steht meine Werbung, könnte hier stehen drauf. Und wenn wir das gemacht haben, ihr stellt das einfach im 1024 oder 512 oder 2048er Format, dann speichert ihr das Ganze als JPG oder PNG ab. Dann haben wir das gespeichert. Jetzt können wir das minimieren und wir gehen auf die Webseite imgur.com. Auf imgur.com, da oben ist der Link, können wir jetzt auf Upload oben klicken oder auf Post. Warte mal, ich gebe mal hier auf New Post, klicken wir drauf. Und dann öffnet sich hier dieses wunderschöne Fenster, ne? Dann gehen wir jetzt auf unser Bild und tun unser Bild einfach, ich habe es jetzt Werbung.png genannt, tun wir jetzt einfach hier reinschieben. Sobald wir das gemacht haben, sage ich jetzt einfach mal Hidden, damit jeder, also damit es nicht für der Community da angezeigt wird. Dann gehe ich hier rechtsklick drauf, ganz wichtig, wir gehen hier rechtsklick drauf und sagen Grafik anzeigen. So, dass das Ganze so aussieht. Jetzt haben wir hier meine wunderschöne Grafik und jetzt ist hier oben links in der wunderbaren Adressleiste, haben wir jetzt hier diese ID, C2K6IF0, ist das jedenfalls bei mir. Diese kopieren wir jetzt und zwar nur diese ID kopieren wir jetzt und jetzt gehen wir ganz, ganz easy wieder in-game. So, warte, das braucht jetzt eine Sekunde, bis das hier angezeigt wird. So, jetzt seht ihr das. Okay, jetzt sind wir hier in-game und jetzt gehe ich zum Beispiel zu, ach, sagen wir mal, hier oben dieser Leiste, da habe ich das noch nie ersetzt. Jetzt haben wir hier oben die Leiste, natürlich ist es für euch nicht erreichbar und das Bild hier ist ein bisschen gestretched. Wir können das auch da unten, ihr macht das einfach hier unten bei dem Ding, ich mache das jetzt kurz hier. Ich klicke also E drauf, sage, ich will für 1200, oh, ja, okay, wir machen es da unten. Meine Maus hat ein Doppelklick-Problem, deswegen habe ich das jetzt wohl, warte mal, einmal klicken, so. Jetzt haben wir hier die IDs und diese IDs ersetzt ihr jetzt. Ihr könnt natürlich drei Bilder, also bis zu drei Bildern hier einfügen. Ich habe jetzt nur ein Bild. Wie gesagt, das ist die ID, die wir gerade eben kopiert haben. Ich sage, in 5-Sekunden-Intervall soll das gechanged werden. Das ist natürlich sinnvoll, wenn wir hier zwei weitere noch drin haben, die unterschiedlich sind. Ich sage jetzt, das Design soll beispielsweise Military sein oder Hollywood mache ich mal und dann machen wir das gelblich. Ich klicke auf Update, Checking Images und bumm, hier ist es. Unsere schöne Tafel ist jetzt gelb. Und hier haben wir es. Jetzt steht hier meine Werbung. Hier unten steht, wie lange die angezeigt wird. Wir werden die Zeit noch ein bisschen ändern. Aber technisch gesehen habt ihr jetzt hier eure Werbung stehen. Das Ganze könnt ihr natürlich jetzt auch woanders anzeigen lassen. Wie zum Beispiel könnt ihr das hier oben anzeigen lassen. Das würde dann vom Admin für euch gemacht. Oh. Ja. Vom Admin für euch gemacht werden. Also ihr merkt schon irgendwie, ja. Wie gesagt, meine Maus hat ein Doppelklick-Problem. Es ist ein bisschen peinlich gerade, aber was soll man machen? So, machen wir das auch nochmal kurz, sagen Update und bam, hier oben könnte meine Werbung stehen. Das kann man von dann hier unten sehen, es ist perfekt. Und ich würde mal sagen, so weit, so gut. Kommen wir zu den nächsten Punkten. Und zwar gibt es natürlich weitere Features, wie zum Beispiel, wenn ich Sanitäter bin. Erstmal haben wir hier neue Jobs eingefügt. Unter anderem haben wir jetzt Einwohner, Obdachloser, Polizeibeamter und so fort und so weiter. Ne? Das kennt ihr ja schon. Als neues Ding gibt es jetzt hier den Stadtarbeiter. Den habt ihr schon vorher gehabt, aber der hat einen neuen Skin. Den können wir auch mal gleich ausprobieren. Ich sage einfach mal Job annehmen. Und ich habe jetzt keine Fraktur mehr, aber ich will jetzt mal sterben. So, ihr habt es gesehen. So sieht das Ganze aus. Übrigens wurden diese T-Bone-Poses auch jetzt gefixt. Also das ist jetzt kein Problem mehr. Natürlich ist dieses Reeler-Modell jetzt gerade genau auf der falschen Seite, um es mir anzugucken. Das ist doof. Gut. Egal. Wenn ihr tot seid, ganz wichtige Sache, könnt ihr liegen bleiben. Und dann sollte theoretischerweise einfach irgendwann ein Krankenwagen kommen. Oder ihr könnt mit Ausrufezeichen Services einen Krankenwagen anfordern. Und zwar unter Notarzt. Ihr könnt natürlich auch unter diesem Ausrufezeichen Services-Menü einen Hitman bestellen, einen Waffenhändler, einen Feuerwehrmann, also oder die Feuerwehr generell, wenn ein Feuer ausgebrochen ist, aber auch diverse andere Jobs, die ihr sehen könnt. Ihr könnt auch nur mal einen Arzt anfordern, ein Taxi oder auch die Polizei. Habe ich letztens gemacht, nochmal danke an die Polizisten, das war ultra Hammer. Ich habe einen Polizeicall gemacht und innerhalb von 30 Sekunden kam einfach die Polizei. Fand ich ultra Hammer, großes Lob an die Polizei. Wenn ihr das machen wollt, Polizei, Feuerwehr und Notarzt ist kostenlos, können wir zum Beispiel machen. Ich werde überfallen. Da sage ich Call.
Jetzt steht hier oben links, deine Anfrage wurde gesendet. Jetzt kommt bei der Polizei hier unten rechts, beispielsweise in dem Bereich des Bildschirms, eine Anfrage. Ey, Alter, hier ist beispielsweise gerade eine Schlägerei oder so. Und dann steht da auch, wie weit der entfernt ist und wo genau. Und das ist einfach genial, Leute. Die Polizei war echt Hammer. Nur so viel dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sanitäter gehe, das ist auch ein cooler Beruf, dann haben wir zum Beispiel einen Krankenwagen. Die Krankenwagen können wir hier spawnen, in der, ja, im Krankenhaus an sich. Übrigens könnt ihr im Krankenhaus, by the way, auch euch heilen lassen von dem Mediziner hier, wenn ich hier hingehe. Hallo, du siehst heute gesund aus. Ja, ihr könnt euch auch hier zum Beispiel Sachen kaufen, bei dem Terminal. Ja, ganz viele unterschiedliche Dinge. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel aber nicht gerade mit einem Krankenhaus seid, sondern hier bei diesen Notarztstationen-Dings, hier haben wir die Feuerwehrstation und hier haben wir die Notarztstation, die Wagenstation. Hier könnt ihr unter Fahrzeuge natürlich auch ein Fahrzeug holen. Es gibt mehrere Fahrzeuge. Wenn ich jetzt mal auf Store gehe oder auf No Access, haben wir hier beispielsweise den Mercedes Sprinter. Der ist für die Feuerwehr kostenlos. Aber wir haben auch hier dieses Feuerwehrfahrzeug, das ist auch für die Feuerwehr kostenlos. Wir haben natürlich auch hier dieses Feuerwehrfahrzeug, das kostet aber, weil das eben unkonventionelle Fahrzeuge sind, ja. Die normalen Einsatzfahrzeuge hier, den Rettungsdienst, die sind für uns auch kostenlos. Und wenn ich den dann hier spawne, das zeige ich gleich, können wir auch eine Leiche abtransportieren. Unter Store können wir auch für den Notarzt ein Notarztfahrzeug holen. Das kostet 20.000, ist also relativ günstig für die Einsatzkräfte. Was der Nachteil ist, nur bei hier diesem Fahrzeug können wir ja Leichen oder eher gesagt Tote oder ich sag mal diverse andere Leute abtransportieren. Also haben wir jetzt zum Beispiel hier dieses Fahrzeug, was jetzt gerade in der Luft schwebt. Das sollte eigentlich nicht, ja, das sollte jetzt nicht irgendwie so sein. Gut, das ist ein Vorführeffekt, das ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass dieses Teil hier in der Luft schwebt. Gut, wenn wir beispielsweise jetzt aber das haben, ich tue es mal kurz zurückbringen, weil das ist ja Bullshit. Return Vehicle. Und jetzt tun wir es nochmal spawnen. Also das ist... Okay, da muss ich nochmal an Teammates sagen, dass er das fixen soll. Egal, sagen wir mal, ihr hättet jetzt zum Beispiel eine Leiche. Dann könnt ihr hinten drauf drücken und dann kommt hier ein Bett drauf. Und dann könnt ihr den damit ins Krankenhaus bringen, okay? Das werde ich nochmal irgendwann im Let's Play zeigen, so viel dazu. Warum das jetzt in der Decke stuck, das ist jetzt ein Vorführeffekt, das ist noch ein Bug, den müssen wir beheben. So viel dazu. Wenn ihr hier beim Autohändler seid, da ist der Autohändler und der Mechaniker. Das ist ganz wichtig. Hier könnt ihr euer Auto reparieren, bei dem Automat da hinten... Können wir aber auch Ersatzteile für unser Auto kaufen, wenn kein ADAC online ist. Hier ist aber nochmal der ADAC-Job. Der ADAC-Job, der ist dafür da, dass ihr gegen Geld andere Autos repariert. Ist vermutlich einfacher, wenn ein Auto liegen geblieben ist. Hier könnt ihr in dem Autohändlerhaus natürlich euren Führerschein machen. Das nur so als Hinweis. Und hier können wir jetzt zum Beispiel Autos kaufen, Taxi, Busse und einen LKW-Dealer haben wir hier auch, um LKWs zu kaufen. Hier haben wir einen Bankautomat drinne. Und ja, so viel dazu. Ich habe auf Wunsch natürlich noch einen weiteren Bus hinzugefügt. Der muss noch gemacht werden. Hier haben wir No Access gerade drauf. Hier dieser Orion-Boss, den kann ich nur jedem empfehlen als Busfahrer, weil der kommt überall hoch. Der hat enorm viel PS. Nur so als kleiner Hinweis, das kann ich nur jedem empfehlen. Die Bank ist natürlich auch geil, die kann man überfallen. Hier ist ein Bankautomat drin. Und hier haben wir natürlich auch die Staatsbeute, die sich pro Zeit und die vergeht immer weiter erhöht. Ich glaube, da müssen 3 Polizisten für online sein. Ja, auf den auf den Helikopterplattformen kann man Helikopter spawnen. Das gibt es aber nur für besondere User, weil nicht jeder einen Helikopter haben soll. Für die Leute, die Polizeipilot werden können von euch, die können hier im Prinzip den Helikopter spawnen. Unter No Access gehen die dann hier drauf und können den Helikopter spawnen. Little Bird gibt es hier auch, aber der ist, glaube ich, nur für SDK oder so, ich weiß gerade nicht. Oder für Militär war der, glaube ich, nur. Ja. Okay, meine Musikbox ist gerade ausgegangen. Was gibt es noch? Ich bin jetzt Sanitäter und wenn ich jetzt eine Leiche vor mir liegen habe, kann ich Ausrufezeichen Medic eingeben. Da steht hier auch immer schön im Chat drinne. Sanitäter und Ärzte haben auf das Medic-Menü Zugriff. Und dann öffnet sich hier ein Medic-Menü. Wenn ich also einen Bewusstlosen vor mir liegen habe, wäre das erst, was ich mache, den Guide öffnen und das Ganze erstmal durchlesen. Wenn ich unter Weapons draufklicke, dann würde ich erstmal den Defibrillator kaufen. Das gibt mir die Chance, den wiederzubeleben. Als nächstes würde ich den ins Krankenhaus transportieren, auf ein Krankenbett hauen. Also im Krankenhaus nochmal auf ein richtiges Bett schmeißen. Und dann als nächstes würde ich unter Antinities den Tropf holen und dann einen Blutbeutel. Den daran anschließen und so könnt ihr den dann innerhalb von einer Minute wiederbeleben. So viel dazu. Ihr könnt natürlich auch Ärztehilfepakete und sowas zusammenstellen, aber das findet ihr alles hier in dem Guide. Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal weiter an, was für neue Jobs wir haben. Wir haben ADAC. Wie gesagt, wenn ich ADAC bin, dann falle ich runter, ja. Dann kann ich hier unter Waffen beispielsweise noch... Okay, unter Waffen kann ich mir gerade nichts holen. Ach, das habe ich vergessen hinzuzufügen, das muss ich nur machen. Auf jeden Fall können wir unter Gegenstände entsprechend auch Reparaturkits kaufen. Das ist enorm wichtig, dann kann man nämlich das Ganze reparieren. Was ist denn mit dem Wrench? Das tue ich mir mal merken.
Ja, weitere Jobs haben wir natürlich auch noch. Ja, Militär und sowas, das ist eben jetzt eher so eine eventbasierende Sache, die kann jetzt erstmal nicht genommen werden von euch. Deswegen nicht wundern, wenn ihr das nicht auswählen könnt. Als weitere neue Berufe haben wir den Unternehmer. Das zeige ich euch gleich. Das ist dieses, obwohl das kann ich euch jetzt auch gerade zeigen. Das ist das hier, das könnt ihr, also das hat eigentlich keinen Sinn, ja. Einwohner ist genau dasselbe wie Unternehmer, nur bei Unternehmer steht das auch. Das sind eher so die Leute, die hier bei Onlinehandel Sachen verkaufen und kaufen, ja. Oder so Spezialisten eben, die irgendeinen gewissen Beruf machen und unter sich Leute arbeiten lassen. Was wir noch geplant haben, ist für den Bürgermeister, dass der Steuern einfügen kann. Was wir auch noch geplant haben, ist, dass der Unternehmer ein richtiges Unternehmen aufbauen kann, auch mit Angestellten und dafür auch bezahlen muss und bezahlt wird und Steuern zahlen muss. Das ist auch eine coole Sache. Und ja, als neues Ding haben wir hier den Sicherheitschef. Der Sicherheitschef, der ja, ist dafür da. Ne, die kann man einstellen, die kann die Regierung einstellen, aber es können auch Sicherheitsleute eingestellt werden, zum Beispiel um ein Restaurant zu beschützen oder um eine Lieferung zu beschützen und so weiter und so fort. Sonst habe ich eigentlich schon mal alles erklärt, es gibt sonst gerade nichts außergewöhnlich Neues, außer vielleicht neue Gegenstände und eben viele neue Features. Das werden wir dann sehen. Alles andere, wie was funktioniert, müsst ihr selber ausfinden oder ihr könnt Fragen in-game oder ihr könnt natürlich auch einfach meine Let's Plays, die zukünftig kommen, gucken und euch anschauen, wie ich das mache. Und damit würde ich mal sagen, viel Spaß auf dem Server. Ihr könnt natürlich auch, ah ne, das habe ich schon gesagt mit dem Automaten. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn es euch gefallen hat letztes Mal, könnt ihr es gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Die IP ist natürlich auch unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr Kritik habt oder Vorschläge, auch gerne unten in die Beschreibung rein. Wir sind dafür vieles offen. Und ich bin absolut gespannt, was so in der Zukunft rauskommt. Der Server hier wird, wie gesagt, um 16 Uhr veröffnet werden oder generell wieder aufgenommen werden in den Betrieb. Jetzt werde ich mal alles testen. Als nächstes werde ich mal hier, ups, jetzt habe ich irgendwie gerade ein Screenshot aufgenommen, werde ich mal den Sicherheitsdienst testen, Job annehmen. Und das Erste, was wir machen werden, ist, wir haben hier Pfefferspray und Schlagstock. Und das Erste, was wir machen, werden wir uns umbringen. Oh, warte, das war dumm. So. Sehr schön. Und er fällt zusammen. Wenn ihr übrigens das Problem habt, dass bei euch die Leute in T-Pose stehen, also sprich, dass die beispielsweise da stehen und nicht richtig zusammenfallen, dann müsst ihr von eurem Spiel die Cache lernen oder die Plugins. Ne, die Plugins müsst ihr nicht selber runterladen. Ihr müsst die Cache lernen, okay? Eure Workshop-Cache von dem Spiel. Und dann soll das funktionieren. Gut, Leute, ein kleiner Tipp noch, bevor ich jetzt hier aufhöre. Ich werde mal kurz hier hinfliegen. Wenn ihr ein Spielermodell habt und damit nicht zufrieden seid, könnt ihr hier zu einem Closet gehen und könnt das Ganze ändern, ja? Zum Beispiel nehme ich jetzt den hier. Die Skins kann ich hier gerade von dem Ding nicht ändern. Nehmen wir mal den hier. So, und wenn ich jetzt sterbe, oder wenn ich mich jetzt selber angucke, dann seht ihr, dass ich jetzt diesen Skin hier habe. Gut, damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, hinterlasst ein Like. Und wenn ihr neu dabei seid, tut gerne ein Abo hinterlassen und immer die Glocke aktivieren, um immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand mit Let's Plays, Unreal Engine Tutorials, Garry's Mod Tutorials oder dem Dark RP Server zu sein. Haut rein, Leute. Ach, noch kleine Info. Auf Instagram tue ich immer in meiner Story kurze Infos posten oder kurze Updates. Also in der Story, nicht als Bild. Und naja, deswegen würde ich sagen, tut gerne followen, wenn ihr da Interesse daran habt. Dann kommt ihr oder bleibt ihr immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.